zusammen. Ich bin Harry, ich begrüße euch recht herzlich und heute zeige ich euch mal, wie man auf die Schnelle eine Sauce Hollandaise zubereitet. Für die Sauce Hollandaise stellen wir zuerst eine Reduktion her aus Zwiebelwürfeln, zwei Lorbeerblättern, bisschen Pfeffer und hier habe ich bereits 40 ml Essig mit 80 ml Wasser gemischt. Daraus stellen wir also die Reduktion her, das heißt, damit wird die Hollandaise gewürzt. Hier benötigen wir nachher 125 Gramm Butter, das reicht für 4 Portionen. Ein bisschen Wasser, um es zu verlängern oder flüssiger zu machen. Ein Eigelb, das lassen wir jetzt noch in der Verpackung. Genauso die Zitrone, da brauchen wir auch nur den Saft und etwas Salz zum Würzen. Für die Reduktion geben wir die Zwiebeln. Mit dem Lorbeer und den Pfefferkörnern in einen Topf. Geben den Essig dazu mit dem Wasser. Und lassen das Ganze aufkochen. Reduktion bedeutet, dass man eine Gewürzintensivierung herstellt, indem man einen Fond, in dem Fall unser Essig und Wasser, auf ein Drittel einkocht. Das heißt, es muss ruhig sprudelnd kochen. Das Ganze dauert nicht lange bei der Menge, ungefähr eine Minute, je nachdem wie stark euer Herd ist. Wenn die Reduktion auf ein Drittel eingekocht ist, dann nehmen wir einen Teesieb und gießen die Flüssigkeit ab. Wenn ihr hier ein bisschen mehr Reduktion herstellt, als ihr benötigt, könnt ihr die auch noch die nächsten Tage für Hollandaise verwenden. Das Ganze einfach in den Kühlschrank packen, hält sich locker eine Woche, teilweise länger, wenn es gut gekühlt ist. Die Butter in einen kleinen Topf geben und langsam auf dem Herd schmelzen. Stellt es nicht zu hoch, sonst fängt es an zu spritzen. Das Ei locker aufschlagen und jetzt nur ein einziges Mal in die andere Eihälfte abkippen. Das ist die schnellste und einfachste Methode. Das äußere festere Eiklar oder eine Hagelschnur kann jetzt mit einem einfachen Kniff abgestrichen werden. Und schon habt ihr das Eigelb und das Eiklar getrennt. Mit nur einmal umschütten. Jetzt die Reduktion zugeben. Und damit die Masse nicht zu würzig wird und ihr auch etwas mehr an Menge bekommt, gebt ihr immer 1 bis 2 Esslöffel Wasser dazu. Locker auf dem Herd aufschlagen. Schön mit schnellen Bewegungen den ganzen Topf damit benutzen. Am einfachsten geht das natürlich, wenn ihr einen Gasherd oder wie ich einen Induktionsherd benutzt, dann könnt ihr die Flamme optimal einstellen. Wenn die Masse jetzt schön cremig dicklich ist, gebt ihr einen Esslöffel Wasser hinzu zum Abkühlen. Ansonsten ist die Gefahr recht hoch, dass euch die Masse gerinnt. Bisschen weiter rühren und bei der Cremigkeit, das seht ihr jetzt hier besonders gut, fange ich jetzt an nochmal einen kleinen Löffel Wasser, einfach um die Menge zu erhöhen. Und jetzt gebe ich ganz langsam tröpfchenweise die Butter hinzu. Hier wirklich schwierigster Arbeitsschritt. Gut aufpassen. Ganz langsam nach und nach die Butter eingießen und immer gut kräftig rühren. Gegen Ende könnt ihr etwas großzügiger sein und könnt auch etwas mehr Butter einrühren, denn die Emulsion ist gefestigt. Jetzt am Ende seht ihr das Weißliche, das ist die Molke, die gebe ich gerne mit zu. Die dient natürlich zur geschmacklichen Verbesserung, aber aufpassen, das kann eure Hollandaise auch ziemlich flüssig machen. Bei mir hat es jetzt perfekt gepasst mit der Konsistenz, deswegen habe ich die ganze Molke reingenommen. Jetzt das Ganze mit frischem Zitronensaft würzen, abschmecken mit Salz, bisschen Pfeffer und eventuell nochmal Zitronensaft. Vielen Dank fürs Zuhören, euch wünsche ich viel Spaß mit Spargel und Hollandaise. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt auf meinen Kanal, klickt ihn an, stellt mir Fragen, ich beantworte sie gerne.